Sodale, willkommen! Jetzt sind wir da im Theater Karasan im Hero-Modus und ich habe mir schon die Fähigkeiten so angeschaut. Also, wenn sich da jetzt nicht im Spiel noch viel ändern wird, sind die zwei letzten eigentlich noch normal geblieben. Juliane kostet auf einmal 0 statt 4, wird böse werden. Bei ein oder zwei Videos habe ich habe ich die Versuche drin gelassen, wo ich gescheitert bin. Ich werde es so machen, dass ich spielen werde und dann wie immer das Deck rechts oben eingeblendet lassen für euch, mit was ich es geschafft habe. Und ich werde aber nur das Video und den Kampf reinbringen ins Video, wo ich gewonnen habe. Nicht, dass ihr hier 10 Minuten schauen müsst und eigentlich brauche ich nur 4 Minuten zum Schaffen. Es gibt einen Teil, die sind wegen der Unterhaltung da. Und anderen Teile sind da, um zu wissen, wie es funktioniert. Weil man schon richtig merkt, was ihr für Videos anschaut und wo ihr hängt. Aber ich will jetzt nicht großartig reden, ich fange hier jetzt einmal an. So, der Totem Shami Nummer 2. Akt 1. Gewittersturm war nicht blöd vorhin. Nur das Problem war halt, dass er den Romulus immer gepusht hat. Und zwar ein bisschen zu viel. Vor allem hat er auch viel angegriffen, der Romulus. Der hat viel meine Diener weggemacht, also besser gesagt, nur angegriffen. Ja, er greift meine Diener an, anstatt mir ins Gesicht. Es ist einerseits gar nicht mal so blöd. Willst du mich ärgern? Gar nicht mal so blöd, weil ich damit Damage reduziere. Na komm, Romulus. Sei mal nicht so unfreundlich jetzt. Zwei Überladungen. Kann die nächste Runde nichts spielen. Ein Heiltotem. Na egal. Solange ich den dann irgendwann nach unten hab, die Armee aufbauen kann, ist mir alles recht. Macht sich schon wieder nichts, die ist, keine Ahnung. Pinkelpause in der Runde 3. Ist mein Heiltotem weg? Wieso? Wieso mein Heiltotem? Großes Fragezeichen. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Ich habe vor nichts Angst. Außer von Mäusen. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt einmal wieder wegmachen. Wir schauen mal, was wir rausbekommen. Ein Heiltotem. Blöde ist, sie macht das jedes Mal am Anfang. Anstatt dass sie angreift. Ja. Den, meine Liebe. Oh ne, nicht noch eine. Lass die Schmerzen sprechen. Okay, noch ein Gewittersturm ist ja nicht blöd. Ich hoffe mal, der überlebt eine Runde. Oh Mann, oh. Sie sind nicht tüchtig, der Kollege. Okay, das ist aber gut geschlagen jetzt. Extrem gut geschlagen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Du gefallst mal überhaupt nicht. Natürlich alles ins Gesicht. Da ist es nämlich nicht blöd, um da. Oh, Junge. Du nervst mich. Du nervst mich extremst.
reizt mich nicht. Reizt mich bitte nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal, wenn wir kein Tank spielen, den Romulus wegmachen. Sonst sind wir down. Was nicht das ist, was wir wollen. Das ist nämlich nicht das, was wir wollen. Okay, das ist ja schon mal... Das war... gut. Ist schlecht ausgegangen. Es ist eh wurscht, wie ich es reinhau. Und das Mana-Totem will ich mir bitte aufheben. So, weil der Charme ist wirklich nicht schlecht, erstens wegen Gewittersturm, wegen die Totems und vor allem wegen ihm, Recke von Donnerfels. Er hat sehr viele kleine Diener, er ist auch immer nur bei 2 Leben, außer er wird halt gepusht, dann hat man immer einen zum Wegmachen, eigentlich. Wir können ja den getrost hier reinklatschen. Rein theoretisch. Dann, ich hoffe mal. Ja, es ist beides gut. Heil und Tank Totem. Sie ist ein bisschen blöd. Sie ist ein bisschen blöd und unnötig gerade da unten. Ich versuche den mal wegzukriegen da. Sie ist wirklich ein bisschen unnötig. Also wirklich brauchst du nur den da, Recke und Totems. Mehr brauchst du nicht. Und die Tanks. Dient meiner Liebe. Ja, so einfach eigentlich. Ich kämpfe. Oh, Baby, Baby, Baby. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Oh, Baby, Baby, Baby. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das wird dir tierisch den Arsch aufreißen. Ich kann ja mal einen opfern von denen. Wir haben 2 Tanks da unten, das heißt... Aber wir haben sowieso gewonnen. Der ist so... easy. Easy. Der erste Akt ist zu Ende. Freut euch auf 2 Also Totem-Schamme, liebe Leute. Rechts oben die ganze das Deck eingeblendet gehabt. Baut den nach. Klappt doch. Recht gut im Ranked. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Aber da ist der wirklich gut. Dann guckt mal gleich rüber zum nächsten. Und vergesst nicht wie immer ein Abo da zu lassen. Ich schmeiß das mal kurz so als Werbung rein. Lasst ein Abo da, ne? Für die nächste Woche wieder. Und ein Like natürlich auch, wenn euch irgendwas gefällt. Daumen nach oben. Also wir sehen uns gleich bei der nächsten Herausforderung.